2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Herzlich willkommen in unserer World 21. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid in einer neuen Runde. Wir werden heute schauen, was wir hier so in unserer World. Ich glaube, dass die Bildqualität müsste gleich ein bisschen besser werden. Ich weiß nicht, warum die schon wieder so ein bisschen hinterher hängt. So, damit hätten wir den Lärm überstanden und alle Schüler angetipselt. Ich weiß gar nicht, ob ich vorhin schon die Leute hier in die richtigen Räume geschickt habe. Nee. So wie es aussieht, nicht. Denn ich glaube, nee, ich war heute nicht an dieser Wall sehr aktiv. Ich glaube, ich habe nur zwischendurch hier ein paar Schüler angeklickt, um deren Fähigkeiten zu gedönsen. Genau, dass sie weiter lernen können. Und hier haben wir doch was. Die gute Fatman-Dame hat etwas erhöht. Dann kann sie ja direkt in den E-Raum gehen. Und dort weiter trainieren. Unsere beiden Helden sind bald durch. 8 Stunden und 17 Stunden vermutlich. Und, yep. 17, 18, 19 Stunden ungefähr. Und der andere nur noch 8 Stunden. Dann können wir die Großen auch mal wieder rauslassen zum Spielen. Und ich bin wirklich gespannt, was sie uns dann so für Beute zurückbringen. Ich muss mal ganz kurz aufs Datum gucken. Wir haben ja heute den 12. Ja. Den 12. Das heißt, morgen kommt die Android-Version raus. Und ich freue mich auch schon auf das App-Update. Ja. Update für unsere Vault. Wieso ist das Bild jetzt schon wieder hier am Hängen? Es könnte sein, weil ich gerade die neuen Witcher-Folgen nebenbei hochlade, dass das ein bisschen kämpft. Aber eigentlich dürfte das nicht der Fall sein, da das ja eine ganz andere Richtung ist, wie die Daten verlaufen. Es tut mir leid, dass das heute irgendwie hier bildtechnisch so ein bisschen im Popo ist. Hm, vielleicht hole ich mir doch nochmal... Uah, was ist denn jetzt los? Also auf meinem Handy sieht es gerade nicht so schlimm aus wie auf dem Fernseher. Ich habe wirklich die Sorge, dass er mit dem Daten irgendwie nicht so hinterherkommt. Wobei, ich verstehe es gerade so gar nicht, warum er so rumkämpft. So, 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 so. Wir haben heute Mittwoch. Die Woche ist schon wieder fast rum. Und morgen, boah, Spiel regt mich nicht auf. Ich bin sehr geschafft vom Arbeitstag wieder, es ist unglaublich. So nach einer Woche Urlaub, die nicht so richtig entspannend war, also eigentlich gar nicht entspannend war. Jetzt wieder voll ins Arbeiten rein, was auch, ja, bei den Temperaturen auch teilweise sehr, sehr anstrengend ist. Ich muss kurz mal hier einen Schnitt machen, das geht so nicht mit der Bildgedöns. Das ist nicht zumutbar für euch. So, jetzt habe ich ja an einigen Zeigern gedreht. Jetzt sieht es auch schon viel besser aus, würde ich sagen. Und legen wir mal los. So, Sachen einsammeln. Wir haben ja eben wieder ein bisschen Zeit gehabt, um zu produzieren. Ja, unsere Produktionszeiten sind auch sehr gut inzwischen. Wir haben noch 25.000 Kronkorken und noch einige Missionen zu erledigen. Jawohl, Tempomodus. Ah, genau, das habe ich vorhin kurz gemacht. So, schon mal hier das ein oder andere Tempo-Gedöns gepusht. Um da ein bisschen schneller voranzukommen, dann wir jetzt nur noch ihr 5% Chance fehlzuschlagen. Das ist natürlich enorm und damit hätten wir die Mission gepackt. Und gucken wir uns neu an. 8 Traumpaare zusammenfügen. Ja, ich würde ja rein theoretisch gerne die Trainingsräume zusammenlegen. 13 Bewohner glücklich gemacht. So, und wir haben ja eine neue Bewohnerin auch. Wir haben ja noch da unten den Dingsraum, der noch nicht ganz besetzt ist.
Das Atomkraftwerk. Das Atomkraftwerk hat, glaube ich, auch... Nee, hat nicht so eine gute Quote. Das hier. Genau. Drücken wir nochmal den Tempomodus durch. Versuchen wir es hier beim Wasser... Ah, die haben auch nur so eine geringe Rate, aber wir müssen ja noch ein paar Feuer löschen, daher... Hoffe ich mir hier irgendwo Fehlschläge. Falsch erhofft. Na, durch den Tempomodus kriegen wir die Zufriedenheit auch auf 100%. Das ist cool. Dann versuchen wir es bei den Kameraden hier im Wasser auch nochmal. Uiuiui, hoffentlich. Wir wollen Feuer. Wir können trotzdem mal die Leute kurz durchgucken nach ihren Waffen. Ja, 6 bis 8 ist alles okay. Die haben die alle, die Schrotflinten. Oh, und die Zufriedenheit bei allen erhöht. Sehr schön. Und zwei Feuer müssen wir nur noch löschen. Das ist auch toll. Läuft heute bei uns. Freut mich. Es freut mich auf jeden Fall auch nochmal, dass ihr wieder einmal und so fleißig nach den paar Tagen Pause vom Fallout Shelter trotzdem noch dabei geblieben seid. Oh, 50 Kreaturen im Ödland töten. Ja, das sollte relativ zügig vonstatten gehen. Oh, und dafür gibt es eine Kiste. Yay. Ja, dass ihr immer noch so zahlreich dabei seid, das freut mich wirklich sehr, dass trotz die paar Tage Gamescom-Pause ihr mich nicht verlassen habt. Dafür bin ich sehr dankbar. Und der Gewinner von der da hat sich endlich gemeldet. Der erste Gewinner auch. Und der bekommt jetzt demnächst sein T-Shirt. Er hat unter dem Gewinnspielvideo kundgetan, dass er noch lebt. Und daher bekommt er dann demnächst sein duftes Shirt. Ich werde ihn dann demnächst oder habe ihn schon nach seinen postalischen Daten gefragt, dass ich ihn die zuschicken kann. Ihn das T-Shirt zuschicken kann, so rum. Und würde mich dann freuen, wenn ich von ihm ein Foto zurückbekomme, was ich euch einblenden kann, dass ich auch kein Schindluder getrieben habe. Mit dem Gewinnspiel und es ein echtes Gewinnspiel war. So. Walt. Sachen löten. Löten. Töten. So, den guten Mann schicken wir mal nach draußen. Wir haben ja wieder ein paar Stimpacks. Und das ist echt ungewohnt klein auf dem iPhone. Ich spiele meine private Walt inzwischen auf dem Pad. Und vielleicht spielen wir auch irgendwann mal auf dem Pad weiter. Wenn diese Wall zugrunde gegangen ist. Und ich möchte noch einmal ganz kurz sagen, falls ihr, also ich war ja auf der Gamescom, hab mir sehr viele Indie-Spiele angeguckt, von einigen war ich auch sehr begeistert. Leider gibt's das eine noch nicht zu spielen. Das war von, oh Gott, wie hießen die? Es heißt Haunted Island Hero Defense. Oh, wie hießen die? Verdammt. Das war so ein kleines Entwicklerteam, auch aus Deutschland. Es sah sehr, sehr gut und interessant aus, das Spiel. Ich bin ja auch so ein kleiner Tower Defense Freak. Kann ich mich stundenlang mit begeistern. Und leider, als ich gerade an dem Stand war, waren die beiden Spielplätze belegt. Daher konnte ich es leider nicht ausprobieren. Und dann bin ich eine Runde weitergelaufen. Und in der zweiten Runde, als ich dann da war, und in der dritten, saßen da immer Leute. Und ich wollte mir eigentlich nicht so, boah, jetzt ist mir das Handy fast runtergefallen, so blöd dahinstellen und warten. Hab mich dann halt immer eine Reihe weiter getraut und dann weitere Spiele angeguckt. Was ich auch sehr interessant fand, war Cosmonautica. Ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen von den Sachen, die ich da jetzt gesehen habe. Ist so ein Space-Handels-Aufbauspiel. Sah auch sehr interessant aus. Ich habe mich auch nett unterhalten am Mittwoch mit den jungen Entwicklern aus Stuttgart. War das, glaube ich, oder München? Stuttgart? Ich glaube, Stuttgart war es. Auf jeden Fall aus dem Süden Deutschlands. Ich glaube Stuttgart. Ja. Klingt richtig. Oder? Auf jeden Fall werde ich die nochmal kontaktieren, ob das okay ist. Ich habe es leider verpeilt, die zu fragen, ob das für die okay ist. Das zu Let's Playen. Da das ja immer so eine Sache ist. Manche möchten das ja nicht, aber ich denke mal, bei den kleineren ist das kein Problem. Und
Da muss ich ja mich auch nicht durch so eine halbe Presseabteilung quatschen, wie bei den großen Publishern, wobei es da auch ja meistens schon die Kontakte gibt. Und da fällt mir ein, ich muss noch für Fallout 4 nochmal Bethesda bzw. Zenimax anschreiben. Wobei ich hatte da schon gute Kontakte mit einer Dame aus der Presseabteilung, beziehungsweise ich habe gefragt, ich habe eine Antwort bekommen. Das war der gute Kontakt. Und das lief auch alles ganz gut. Leider hat das leider nicht geklappt, damals meinen Strike zu entfernen, den ich ja wegen The Eoism bekommen hatte. Aber das hat sich dann ja inzwischen auch erledigt. Ich hatte die Erlaubnis, aber trotzdem hat mir irgendwie, ich glaube, das war irgendein Automatismus von YouTube, hat mir da ja so eine Urheberrechtsverletzung reingedrückt. War ein bisschen ärgerlich, aber war halt so. Das hat mich nur gelehrt, da nochmal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Und ich muss zugeben, ich habe mich auch nicht sehr viel drum gekümmert. Ich habe halt mit YouTube ein paar Mails getauscht, mit Cinemax noch ein paar Mal. Aber ich hatte auch einfach nicht die Zeit, mich da großartig zu beschäftigen. Und das hat ja soweit alles auch noch großartig funktioniert. Bis auf die Videos, die dann etwas kürzer ausgefallen sind. Aber das war dann halt so. So, wir müssen noch mehr Feuer machen, um zu löschen. Machen wir das einfach mal hier unten. Die Leute müssen auch gut ausgestattet sein. Und Energie können wir eh noch gebrauchen. Da das Lager ja noch nach oben echt Platz hat. Läuft bei uns. Und nochmal geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es so oft hintereinander gut geht. Der obere. Die haben aber eine echt schnelle Produktionszeit, oder? Der Raum. Minute 27. Ach, hier hatten wir gar nicht den Tempomodus. Hier unten anwählen. Ja, da dauert es auch über 2 Minuten. Die sind nicht so gut trainiert. Leute, könnt ihr mal einen Fehler machen? Ist ja erstaunlich, wie perfekt ihr dort arbeitet. Selbst in der Hektik. Geht doch Feuer. Sehr schön. Und jetzt juckt mein Gesicht. Ja, meine Nasenregion. So. Lassen wir die Ladies den heißen Raum hier mal ein bisschen abkühlen. So. Löscht das Feuer. Löscht das Feuer. So, ein Feuer noch, oder? Ey, ihr seid so krass drauf. Ja, ein Feuer noch. Und noch 44 Kreaturen zu töten. Macht ein Feuer, macht ein Feuer, macht ein Feuer, löscht ein Feuer, macht ein Feuer, löscht ein Feuer. Wup, wup. Yeah. Und ich habe mir mal meine Videos letztes über Kopfhörer angehört. Ich bearbeite meine Videos, muss ich dazu sagen, immer über meinen Lautsprecher. Und gestern habe ich es mal über meine Kopfhörer gemacht und meine Stimme klingt einfach mal so anders. Oder klang sie in der letzten Episode wirklich anders. Also war ungewohnt. Egal wie ich meine Stimme, über was für Geräte ich sie höre, jedes Mal klingt sie irgendwie anders, als ob ich so eine Chamäleon-Stimme hätte. Sammle 19 Stimpacks. Tempomodus ruft. So, da hätten wir schon die ersten 8 zusammen. Und, was mich interessieren würde. Deadpool. Ich habe mir letztens nochmal den Wetband-Trailer angeguckt und ich bin einfach sehr begeistert. Und ich weiß nicht, ob ihr den Trailer kennt, der einfach nur die Idee von dieser Deadpool-Szene widerspielt. Der war damals animiert, diese Szene mit dem Auto, das sich überschlägt, wo er von oben reinspringt. Das ist ja jetzt wirklich abgedreht. Wie findet ihr die Umsetzung von der Animation zu dem jetzigen, ja, Original-Filmdreh? Ich war echt krass positiv überrascht, wie nah das
an dieser Animationssache dran war. Ich war geflasht. Der Zed, komm rein. Ach ja, und ich habe unter dem letzten Video gesehen, ihr habt Namensvorschläge, Wünsche, dass ich hier nochmal einige Leute benenne nach euren Wünschen. Werde ich demnächst weiterhin umsetzen. Auf jeden Fall morgen werde ich nochmal ein paar Namen hier reinklüppeln. Um euch dort weiterhin gerecht zu werden. Leider ist das alles zeittechnisch bei mir echt doof. Der Tag hat einfach zu wenig Stunden und ich muss zu viel arbeiten und habe zu viel andere Sachen um die Ohren. Das ist total anstrengend. Und ich habe jetzt auch schon seit mehreren Tagen meinen PlayStation-Controller noch im Auto liegen. Warum auch immer. Ich würde mich ganz gerne mal bei PlayStation Plus reingucken, weil dass ich mir die Sachen für die Vio laden könnte und da auch mal nach den Indie-Spielen gucken könnte, die ich jetzt auf der Liste habe, weil ich glaube, einige davon waren noch für die PlayStation 4 und ja, ohne PlayStation 4 Controller wird halt schwierig im PlayStation 4 Store rumzuforschen. Oh, Frau, du kannst in den Garten. Oh, der Garten ist schon voll besetzt. Gut, dann kommst du halt da oben irgendwo ins Diner. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Garten schon auf Maximum ist. Krass. Und ich dachte, es wäre niemand auf Maximumstufe. Hier, die gute Frau hat bald ihr Bling-Bling. Oh, und der Doktor hier. Oh, der müsste in den Lackraum. Aber da haben wir keinen Platz. Also geht er erstmal hoch und dann kann der andere lernen. Okay, das mit dem Kronkorken sammeln von den Sachen von unterwegs funktioniert nicht. Acht Traumpaare zusammenfügen. Das ist auch echt viel. Räume upgraden wäre gar kein Problem. Hm. 130 Bewohner. Bauen wir noch mal ein paar Baracken. Ja, aber trotzdem, das müssen wir noch. Das müssten wir noch dreimal machen. 1, 2, 3, 4. Ja, hier könnten wir das vielleicht noch umsetzen. Aber ich glaube, manche Räume hiervon sind auch schon auf der höchsten Stufe. Auf jeden Fall ist die Schule da unten auf der höchsten Stufe. Ich glaube, der hier nicht, oder? Ah, doch, ich denke schon, so wie das aussieht. Und der bestimmt auch, ja. Raum maximal verbessert. Das ist nicht sehr feierlich. Also es ist schon gut, aber halt jetzt so fürs Upgraden so gar nicht cool. Oh, aber das mit den Kronkorken geht schnell. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Hm. So viele Leute hier. Wir können ja nochmal durchgucken, wenn noch alles draußen rumläuft. Vielleicht müssen wir noch jemanden zurückrufen. Hier den Toten zum Beispiel. Ja, der kann auch lange laufen. Hier noch jemand zum Zurückholen. Ach, und der ist eben erst los. Vor 10 Minuten. Und er auch erst vor 3 Minuten. Die haben noch ein bisschen Zeit, sich im Ödland rumzutummeln. 19 von ganz vielen Kreaturen getötet. Sehr schön. Und auch schon wieder am Ende der heutigen Episode. Ja, heute ein bisschen abrupter und glaube ich auch ein Tick früher als sonst. Aber ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da oben da lassen wollt. Würdet. Und falls ihr das erste Mal dabei seid, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir auch ein Abo da lasst und wir uns
des Öfteren hier auf meinem Kanal sehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und wünsche euch einen wunderbaren Tag. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid auf jeden Fall nochmal. Herzlichen Dank für die 1000 Abos. Ich bin euch da echt sehr, sehr dankbar, dass wir schon inzwischen so viele sind und würde mich freuen, wenn wir weiter wachsen und gedeihen und wir uns demnächst wiedersehen bei Fallout Shelter und auch bald zu meinem Gamescom Rewind Video, wenn ich da Zeit für habe, hoffentlich bald. Würde ich mich freuen. Bis morgen. Und The Witcher kommt ab heute auch wieder normal. Ich hatte nur vergessen, die weiteren Folgen hochzuladen. Das war irgendwie ein bisschen blöd getimt, weil zu wenig Dime. Aber morgen, heute gibt es wieder The Witcher. Pünktlich um 16 Uhr? 16 Uhr. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und haut rein. Ciao. Dankeschön.